Die Cammu 7 ist eine Spionkamera, eine Mini-Spionkamera. Made in Korea, wenn das mal nicht eine Erfindung von Kim Jong-un ist. Oder Yang, Dang, ihr wisst, wen ich meine. Getarnt als USB-Stick soll uns dieses Gerät heimliche Videoaufnahmen mit Ton liefern. Übrigens ist es ein professionelles Spionagetool und soll nicht vergleichbar sein mit dem herkömmlichen Billigschrott, den man bei Wish so bekommt. Ob die Cammu 7 deinen Anforderungen aber entspricht, ich würde sagen, das checken wir nach dem Intro. Ab geht's. Schön, dass du eingestellt hast. Mein Name ist Paul Kramer vom Videocheck. Diese Kamera, die Cammu 7, wurde mir freundlicherweise von dem Spy Shop Berlin zur Verfügung gestellt. Das ist eine HD-Kamera mit Bewegungsmelder. Ganz wichtig, dieses Akku betrieben. Das heißt, wir sind nicht abhängig von irgendeinem Stromnetz oder sonst irgendwas und können dieses Teil hier praktisch irgendwo unauffällig hinlegen, als wenn es einfach nur irgendein USB-Stick oder sonst was ist. Das Schöne ist, wenn etwas nur noch mit Bewegung aufzeichnet, heißt, dass wir eine längere Akkulaufzeit haben. Das heißt, wir haben mit diesem Stick hier die Möglichkeit, wenn wir das nicht gerade an ein USB-Laufwerk oder irgendwo anschließen, dieses Gerät hier mit bis zu 4 Stunden im Standby laufen zu lassen. Und haben dann wirklich nur die Szenen drauf, die wir auch benötigen. Die Standby-Zeit können wir selbstverständlich erhöhen. Wir haben hier nochmal so eine Art Powerbank, nenne ich das Ganze mal, wo wir das Ganze hier reinstecken können. Und somit haben wir die Zeit erhöht. Natürlich sind wir jetzt ein bisschen höher bzw. vom Volumen her größer unterwegs. Wir können das Ganze natürlich hier auch aufstellen und versteckt zum Beispiel irgendwo hinter einem Bücherregal oder sonst wo positionieren. Außerdem sind wir hier ausgestattet mit einem Clip. Das heißt, wir können dieses Teil hier auch in die Brusttasche reinstecken. Für wen der möchte, der Clip ist auch abnehmbar, sodass wir in allen Situationen quasi gewappnet sind. Also schön auf jeden Fall, Tonaufnahme finde ich ganz wichtig. Und dass wir eine Kamera haben bzw. eine Linse, ein Objektiv, das nicht sofort auffällt. Wir haben keine LED, die hier irgendwie blinkt. Und wir können die Kamera, die Linse selbst nochmal verstellen, indem wir hier vorne hin und her drehen. Damit man professionell arbeitet, gibt es natürlich einen externen Speicher und keinen internen Speicher. Das heißt, das können wir schnell wechseln oder zum Beispiel katalogisieren. Hier vorne wird das Ganze über den USB eingeschoben, also so, dass es auch nicht sichtbar ist für andere Leute. Und auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich auch gleich der Anschalter. Schalten wir das Ganze an. Wir bekommen eine deutsche Anleitung als PDF mit dazu, womit wir auf jeden Fall genau wissen, was genau bedeutet, wie was funktioniert, wie wir das Datum einstellen. Denn wir haben hier einen Zeitstempel mit drauf. Aber ich würde sagen, bevor wir weiter rumquasseln, checken wir erstmal die Videoqualität und wie es funktioniert. Ganz wichtig ist zu sagen, wir haben 2 Aufnahmemodis, entweder Permanentaufnahme oder halt, wenn Bewegung ist, dann nimmt er beispielsweise 10 Minuten auf und schreibt dann die Karte voll. Ist die Karte irgendwann voll, wird es natürlich wieder überschrieben, sodass wir immer die aktuellsten Videos drauf haben. Können hier einen Speicher bis 128 GB nutzen. Nun wollen wir natürlich erstmal die Aufnahme starten. Das heißt, wir können zwischen Permanentaufnahme wählen oder halt Bewegungsmelder, wie schon erwähnt. Dazu haben wir unten so einen kleinen Kippschalter, den wir einfach nach links machen. Dann haben wir hier so 2 Punkte. Das heißt, wir können jetzt die Kamera benutzen und sie nimmt nur dann auf, wenn auch wirklich Bewegung ist. Die LED leuchtet einmal ganz kurz, bestätigt uns auch nochmal den Akkuzustand. Und ich würde sagen, wir bauen die Kamera mal auf, beziehungsweise filmen mal hier verdeckt in verschiedenen Lichtsituationen. Und natürlich nicht erschrecken, wir haben hier eine 2000-Euro Kamera stehen und die Videoqualität ist natürlich schon anders. Es geht hier aber um Spionage und nicht um Hollywood-Videos. Nochmal ganz kurz dazu zu erwähnen, das ist ein professionelles Tool aus dem professionellen Fachgeschäft für Spione und Detektive. Ich würde da gerne mal reingucken, vor allem wer da so einkaufen geht. Das würde mich ja mal interessieren. Aber Video ab. So, und seht ihr die Kamera irgendwo? Nein, wir sehen sie nicht. Hier oben ist sie. So, dann checken wir jetzt mal die Videoqualität. Wir können natürlich einfach den Stick reinstecken oder die Speicherkarte reinstecken ins Lesegerät. So, also ich sehe gerade Sicherheitskonzept. Wir haben es in den USB reingesteckt. Es lässt sich nichts abrufen. Ist natürlich eine coole Sache, weil so checkt niemand, was da überhaupt mit los ist, was das ist. Und sagt sich, gut, der USB-Stick funktioniert halt nicht. Wenn man natürlich jetzt die Speicherkarte rausnimmt, dann sollten wir eigentlich unsere Daten bekommen. Da brauchen wir natürlich irgendwas Spitzes, um das hier einmal zu lösen. Dann können wir die rausholen und checken wir das mal mit der Speicherkarte. Spannung steigt, was er hier aufgenommen hat. Ja, jetzt wird uns hier Speicher angezeigt. Und da sehen wir auch schon unsere Videos. Ich würde sagen, die spielen wir mal hier groß ab. So, wir machen jetzt hier mal die Testaufnahme. Dann sehen wir auch natürlich gleich, was für einen Weitwinkel wir haben. Da bin ich immer gespannt. Und wie die Tonaufnahme ist, da sollte man natürlich nicht zu viel von erwarten. Wir haben ein stummeriges Licht
mal hier das Hauptlicht aus, zu sehen, wie hell es da noch ist. Also Nachtsichtfunktion hat die Kamera natürlich nicht, aber wer läuft in einem dunklen Raum und guckt, was da los ist? Das Ding ist natürlich schön. Also man sieht die Kamera definitiv nicht. Ich hoffe, der Ton passt. Zumindest so, dass man was versteht, was hier gerade los ist. Was man jetzt ganz klar sagen muss, die Kamera hat keinen großen Weitwinkel. Da sollte man drauf achten beim Installieren. Und wie man hier sieht, wir haben keinen großen Weitwinkel. Also lieber aus größerer Distanz als von zu dichter Distanz das Ganze aufbauen. Aber ich finde, die Bildqualität ist für so eine kleine Linse richtig adäquat. Wir haben unten rechts den Zeitstempel, den können wir aktualisieren. Das geht, so viel ich weiß, nur mit dem Windows-PC, weil wir eine gewisse Textdatei erzeugen müssen, die quasi einmal das Datum hier drauf schreibt. Was ich cool finde, halt, dass die Dockingstation dabei ist. Wir können es natürlich auch permanent am Strom laufen lassen. Wenn wir zum Beispiel irgendwo eine USB-Steckdose oder sowas haben oder USB hinlegen, dann können wir das natürlich permanent am Strom laufen lassen. Und aber mit der mitgelieferten Dockingstation ist es natürlich schon ein großes Plus, dass wir hier unsere Aufnahmezeit mit Batterie verlängern können. Ich würde sagen, kommen wir zum Fazit. Also wir haben hier ein Gerät, das natürlich für den Profibereich gedacht ist und das sehr, sehr gute Bilder liefert. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, was für eine kleine Linse das ist, dass sich gut verstecken lässt, eine lange Akkulaufzeit hat, dass man universell einsetzen kann, dass nicht jeder sofort irgendwo am Computer auslesen kann, sondern wo es halt diesen Trick gibt mit der Speicherkarte. Außerdem kann man Daueraufnahmen machen oder halt welche mit Bewegungsmelder. Je nachdem, was man macht, zieht sich halt die Akkuleistung hin. Aber durch die mitgelieferte Dockingstation kann man das Ganze natürlich nochmal verlängern und hat noch ein bisschen mehr Performance, als man natürlich sonst hat. Das Geile ist bei der Dockingstation, da haben wir AAA-Batterien drin. Das heißt, wir haben eine Powerbank, die wir an jeder Tankstelle wieder voll machen können, ohne dass wir die erst aufladen müssen. Das finde ich eine richtig coole Sache und verlängern so natürlich nochmal die Akkulaufzeit. Nicht in allen Fällen passt das Ganze auch wirklich an unser System ran, je nachdem, wo wir es natürlich einrichten oder hinstellen. Aber im Groben und Ganzen kann ich auf jeden Fall 4 von 5 möglichen Sternen geben. Warum nur 4? Für mich ist der Preis als Privatmann natürlich relativ hoch. Im professionellen Bereich sieht das da schon wieder ganz anders aus. Wer sich für interessiert, ihr könnt selber mal auf Amazon schauen. Ich habe euch das Ganze verlinkt und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen in einem neuen Check hier auf Videocheck. Und gerne könnt ihr auch euren Senf dazu geben und in die Kommentare reinschreiben, wie ihr darüber denkt. Ist natürlich was Schönes für die Damensauna oder auch ist ein Spaß. Also, bleibt sauber, ordentlich und anständig. Bis dann. Ciao. Let's put our living stereo stylus in this groove.